Ja, ich denke, dass nicht so viel kommen. Einfach die letzten Erfahrungen hat mir gezeigt, dass immer wenig Leute kamen und das wunderschönes Wetter zwar, aber ich denke, das lassen sich wenig Leute irgendwie bewegen, sich für hier zu engagieren. Dass die Leute jetzt nicht mehr auf die Straße gehen. Ja, die sind mit sich selbst beschäftigt. Jeder hat so seine Probleme. Und das sind die wenigsten, die sich für andere Interessen bzw. eigentlich für unsere Interessen engagieren. Und wie sehen Sie selbst die Wichtigkeit? Tja, Gott, wenn wir nicht schnell was machen, dann... Ja gut, ich meine, was heißt schnell? Wenn wir grundsätzlich unsere Haltung nicht ändern, dann wird es halt immer so weiter sich so entwickeln, wie sich das politisch, wirtschaftlich so weiterentwickelt, nämlich immer nur, ja, was soll ich sagen, verbrauchen, konsumieren, aber die Hintergründe nicht überlegen. Das macht keiner für sich selbst. Wir alle müssen uns doch fragen, jeder hat so seine Problematik im Alltag. Und dann sind meine Probleme wichtiger. Also wer geht da jetzt los und engagiert sich hier? Jeder sagt auch, es hat so und so keinen Wert. Es bringt ja nichts, wir können nichts verändern und so weiter. Können Sie sich noch an Tschernobyl erinnern? Ja, ich wohnte damals im Allgäu. Das war 86, glaube ich, ne? Oder? War das 87? Und wir hatten dort, unsere Kinder waren noch klein, wir hatten die Milch vom Bauern direkt bekommen. Und das war für uns also ein riesen Einschnitt überall rum. Wir konnten also kein Gemüse mehr anbauen oder sollten das nicht essen. Die Milch durften wir nicht mehr beziehen und so weiter. Da war natürlich, wir haben diese Menschenkette damals alles mitgemacht. Das war dann zwar die, wie hieß es, NATO-Doppelbeschluss, Mutlang und so weiter. Und, aber das war eine andere Aktion, eine andere Zusammenhalt oder eine andere Motivation der einzelnen Leute. Die Leute sind einfach gekommen und haben sich engagiert. Und aus diesen Erfahrungen raus haben meines Erachtens viele Leute gesagt oder sagen heute, ja, das bringt ja eh nichts. Weil im Grunde genommen hat sich so in der ganzen Form, wie sich das wirtschaftliche oder Umweltsystem oder was weiß ich, alles hat sich so weiter, ja, eigentlich verschlimmert. Profit ist der Hauptgrund und das wird die Leute immer bewegen, im Grunde genommen. Ja, Profit zu machen, zu konsumieren und sich nicht für eine Umwelt oder für eine Verträglichkeit, für andere Formen der Nutzung Gedanken zu machen.